Liebe Dämpfergemeinde, willkommen bei Amboto TV. Ich habe für euch den Berserker MTL RDA BF Skonka Modus für euch. Er ist endlich da in Deutschland, habe lange darauf gewartet. Ich glaube, ich war mit der Erste, der ihn bestellt hatte, wo ich das Moped gesehen habe. Dachte jetzt oder nie, weil wie gesagt, MTL-Fan bin ich sowieso. Skonka ist so ein kleiner Hype zurzeit. Stehe ich auch total drauf und von daher sage ich mal, lasst uns auf den Tisch packen, ich möchte gerne dampfen und von daher ein bisschen Gas geben. Ich bereite alles vor, ihr macht ein Abo, wir sehen uns, bis gleich. So, willkommen nochmal, mein Name ist Mario. Hier auf dem Tisch finden wir den Bendy Vape Berserker MTL RDA mit einem BF Button Feeder. Ist ein Skonker Mod, muss dafür benötigt werden. Man kann auch ganz normal als RDA benutzen. So, ich rede mich hier schon wieder um heißen Brei hier rum. Einmal hier alle vier Ecken. Manche stehen ja drauf. Wurde nicht angeschrieben. Wer möchte, soll ein Foto von machen. Ich habe für diesen Kladderadatsch nichts übrig. Kennt ihr mir hier. So, machen wir auf. Ich bin heiß wie eine Frittenbude auf dem Ding. Gebe ich ganz ehrlich zu und ich hoffe nicht, dass er mir enttäuscht. So, wir schieben. Irgendwie schieben wir. So, auch weg. So, wir haben hier nicht reichlich Zubehör. Das ist sowas von interessant, finde ich. Die kleine Einheit, das ist nur eine 18 mm Einheit. Das ist jetzt nicht allzu viel. Dann haben wir hier noch zwei Ringe, da komme ich auch später noch zu. Ich hole erstmal alles raus. Also schön aufgeräumt in dieser Schachtel ist ja alles. Hier unten drunter sehe ich noch was. So, mit dem Blau weg. Das Handhabungsbuch. Und, ja. Gut. Handhabungsbuch, Bibel. Einmal muss auch zum Falten. Mein lieber Mann. Gott. Naja, sind also einige Möglichkeiten, hat dieses Gerät, kommen wir gleich alle zu. Rust überflogen, ich sehe, hier wird kein Deutsch. Ja, hier ist Deutsch, gut, also Gebrauchsanweisung für Deutsch ist auch dabei. So, wie gesagt, machen wir kurz einmal zwei Coil. Gut, können wir noch eine von benutzen. In den Tütchen. IKEA Haustürschlüssel, ein Kreuzschraubenzieher. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier das Skonka Pin ist. Oder ob das. Moment, kann ich gleich sehen. Ja, das hier ist der Skonka Pin. Den brauche ich nachher. Der Skonka Pin hat. Hat. In IKEA Haustürschlüssel. Okay. So, sonst noch ein paar Dichtringe, nichts Wildes. Lege ich beiseite. Kommt wieder rein. Oh, das ist sogar zu. Das ist ja schön, damit man das nicht verliert. Das ist ganz nett, ganz toll gemacht. Oh. Na, muss ich gleich mal gucken, wie das aufgeht. Hier haben wir jetzt die beiden Ringe. Also 18 mm Durchmesser hat er nur. Ich kann euch jetzt auch ein bisschen, glaube ich, näher holen. Ne? Machen wir mal ein bisschen näher. So ist hübsch. Ich glaube. 18 mm hat er. Hier unten ist noch eine Folie. Die bitte wegziehen. Fangen wir mal von unten an. Hier steht alles Wendy Vape und den ganzen Rummel. Hier haben wir unseren Kreuzer. Quatsch, Schlitz. Müssen wir nachher rausdrehen, machen wir nachher dafür die Skonka Pin rein. Dann würde ich sagen, hier oben haben wir so einen Goon-Tipp ist das hier vielleicht. Ist aber zum Abdrehen. Dann haben wir hier bestimmt das für Kunststoff in dieser Box drin. Wer das denn lieber mag, so ein schwarzes. Muss man eben sehen, sind beides gedreht. Dichtung gibt es hier nicht noch zusätzlich. Diesen hier kann man abziehen. Könnte man den bestimmt auch? Nein, das kann man nicht. War nur gerade ein Gedanke von mir.
Okay. Oh, ich muss bestimmt auf eine Box bauen, ne? Ich baue mal auf eine Box, gut. Sonst werde ich nicht abziehen können, denke ich mal. So. Dann haben wir hier die Einheit innen drin, sauber verarbeitet, kleine Löcher, wie man hier sieht. Kann man das sehen? Ach, ne? Die kleinen Löcher. Oh, schlacht mich gerade, von welcher Größe die gehen. Von 0,2 bis 1,6. 0,2 bis 1,6 die Löcher. Innen drin sauber verarbeitet, haben wir sonst hier nichts Besonderes mehr. Die Einheit habe ich hier abgebaut. Das hier ist die Capo iJoy Stronger Modus. Wer es gerne wissen möchte. Die zeigt zwar an bis 100 Watt, hat aber keine 100 Watt, deswegen habe ich auch gar nicht erst vorgestellt. Aber für einen MTL-Bereich ist der natürlich richtig. Denke ich mal, sieht nachher super aus. Das war auch so mein Gedanke, die zu nehmen. Jetzt drehe ich den Riss wieder einmal ab. Damit wir euch auch was zeigen können. So, hier oben drauf sind die beiden Schrauben, für nachher die Coil reinzubauen. Oh, das ist aber alles ziemlich fest, da muss ich schon sagen. Aber das ist okay. Das ist lieber ein bisschen fester geschraubt, als wenn alles. So, hier kommt nachher der Draht zwischen für die beiden Schrauben. Zwischen den beiden Schrauben kommt nachher die Coil, dass sie nachher so eingebaut ist. Ja? Also links und rechts an der Schraube vorbeilegen, den beiden Draht festdrehen, alles wieder gut. So, dann haben wir hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist bestimmt ganz beschissen, ist das. Das ist, na, das wird alles. Ich weiß es nicht genau, wie ich euch das erklären kann, aber hier rechts und links sind die beiden Airflow-Löcher. Also, sieht man hier auch, kann man hier durchgucken. Wir ziehen hier lang und treffen dann hier auf den Coil. Ich würde es aber trotzdem nicht zu tief setzen. Es ist ja immerhin noch ein Skonker, nicht dass er uns mal absäuft oder dass die Drähte nachher, wenn er zu viel am Skonken ist, sag ich mal, schon gleich im Saft drin stehen. Also allzu tief will ich nicht setzen, ein bisschen tiefer schon, dass wir im Prinzip hier so eine gerade Fläche haben. Aber ich würde jetzt nicht ganz tief reinsetzen, die Coil. Ich zeige euch das nochmal näher, sag ich mal, dafür haben wir auch dieses Teil dabei. Airflow kommt hier links und rechts rein, sag ich mal, ziehen wir nachher hoch und alles ist soweit in Ordnung. So, jetzt haben wir hier natürlich Airflow, habe ich ja schon gesagt. Dafür sind diese kleinen Nippels. Wir haben hier alles verschiedene Größe, auch das geht wieder von 0,2 bis 3. 0,2 bis 3 Durchlass. Das ist das Schöne, sag ich mal, wir können hier recht schnell ausprobieren, was uns am besten gefällt. Das ist ja das richtig Geile daran, an dieses Gerät. Deswegen mache ich jetzt hier den hier einmal auf. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Ich hoffe nicht, dass er losschneiden muss. Und dann erkläre ich es euch nochmal weiter. Und bis dahin, sag ich mal, solange ich das vorbereite, klickt ihr schon mal auf den Abo-Button. Raus, mein Freund. Schon hätte ich mir ein bisschen besseres Schächtelchen gewünscht, aber nun gut. So, das hier wird wohl der kleinste sein. Den nehme ich jetzt erstmal. Und hier, wie man sieht, wo der Airflow ist, hier stecken wir den einfach rein. Eine Seite ist mal zu. Ja? Und die andere Seite ist auf. Bin zu hoch, ist ein bisschen unscharf. So, ne? Diese hier ist auf, wenn man umdreht. Hier ist zu. Das Luftloch sollte natürlich da oben sein. Das sollte nicht nach unten sein. Also, ja. Dann schieben wir den hier durch. Dann haben wir hier unseren Eingang. Wie rum, ob wir jetzt so rum durchschieben oder von der anderen Seite, das ist Mumpitz. Wichtig ist, sage ich mal, das Luftloch von der Airflow, dass es oben ist. Und somit haben wir erstmal eine ganz kleine. Ich habe jetzt
glaube ich, den ganz kleinen, den kleinsten genommen, der da ist. Einer hat sich umgedreht, eine Pfiffi. Nee, dieser hier ist noch ein bisschen kleiner. Und seht ihr schon, wie schnell man das wechseln kann? Ist das nicht einmal geil? Das war jetzt einfach nur just for fun jetzt gerade. Wie schnell man das wechseln kann. Wenn nachher ein bisschen mehr Dampf haben möchte, oder kann alles ausprobieren, ohne großartig den Verdampfer aufzuschrauben, sauber zu machen, Watte neu verlegen und alles, was dazugehört. Bei diesem Gerät ist wirklich sagen, Klappe hoch. Hier haben wir ja nachher unsere Airflow-Löcher. Klappe hochziehen. Jetzt müsste ich ihn eigentlich schon wieder auf eine Einheit bauen. Ne? Kann ich rausschieben oder eben, also mir einmal rausfällt. Nur hier einmal gegendrücken, fällt mir raus, kann ich den nächsten nehmen. Ein bisschen mehr Airflow, wenn ich das haben möchte. Packe ich ihn rein, Klappe wieder drauf, alles ist fertig. So, ich möchte jetzt aber erstmal anfangen mit den ganz kleinen. Ja, und darum sage ich auch, die Koi nicht zu tief reinbauen. Die muss auch nicht genau hier nachher drauf liegen. Ja, ein bisschen, ja, aber nicht allzu viel. Also ich würde wirklich, dass es nur parallel läuft. Wir haben zwar dieses Gerät dabei. Das zeige ich euch jetzt einmal. Zumindest denke ich mir, wofür das ist. Ich hatte zuerst dachte ich, wo ich das gesehen habe, das ist ja richtig eine tolle Idee. Dann habe ich das gesehen bei einem amerikanischen Kollegen, was er damit gemacht hat. Dann dachte ich, das ist schon wieder eine scheiß Idee. Die Idee ist im Prinzip, wir haben hier die Coil drauf sitzen, auf diesen hier, eine 3 mm oder eine 2,5er, das kann man sich aussuchen, hier ist 3, ist auch egal. Zum Einfädeln, zum Festschrauben, das ist soweit in Ordnung, damit wir nachher die Coil tiefer drücken können. Ihr seht das nachher hier. Kann man das so sehen? Ich weiß es nicht. Da kann man so ein bisschen tiefer die Coil drücken. Dafür ist das da, also wenn es hier hängt, kann ich hier mit ein bisschen tiefer drücken. Wo gerade, sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwas hätte, was gerade wäre, dann kann ich natürlich auch nur bis gerade. Und hier hat er diesen Winkel dran, damit man den ein bisschen tiefer drücken kann, die Coil. Muss man sehen, geschmacklich sage ich mal, aber ich denke mal nicht, dass wir die großartig tiefer drücken müssen. Für mich hätte dieses Gerät hier wirklich einen totalen Sinn gemacht. Da war ich, wo ich das gesehen habe, 3 mm, 2,5, richtig toll von begeistert. Jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet, doch ich habe mir hier schon was abgeschnitten. Wo ich dachte, da kann man sich jetzt selber die Keule machen. Ja, ich dachte, hier wäre vielleicht ein Loch drin. Könnte ich diesen Draht so einmal durchschieben. Manche kennen das vielleicht vom Coil Master Set und würde jetzt einfach hier drehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Umdrehungen, sage ich jetzt mal so. Und hätte ja somit eine Coil schon fertig. Also da würde ich so das Gerät für benötigen. Ich hätte noch eine halbe mehr nehmen müssen, bevor ihr gleich mich alle anschreit und anmeckert, sage ich mal, also der hätte mal einen Draht nach oben und einen Draht nach unten legen können. Das hätte mir am besten gefallen, sage ich mal. Wie gesehen, man kann es auch so machen, einfach hier so ein bisschen festhalten, ja, damit es hier ein bisschen übersteht. Wer Angst hat zu machen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so wie jeder möchte, sage ich mal. Und wir hätten hier ruckzuck eine 3 mm Koi. Komm her, mein Freund, so. Hätten wir denn fertig. Ist das nicht die schönste, um Gottes Willen, wir wollen jetzt keinen Nobelpreis gewinnen, sag ich mal. Ich würde es auch nochmal auseinanderziehen und nochmal zusammendrücken. Aber das war jetzt, dafür würde ich dieses Teil hier nehmen. Sage ich jetzt mal so. Aber nicht, um vielleicht runter zu drücken. Muss man eben sehen, ob man es noch machen muss oder nicht. Aber wie gesagt, dieses hier kann man sehr gut, wenn man eine 2,5er machen möchte oder eine 3 mm haben möchte, kann man das eben sehr schnell mal kurz einmal machen. Dafür würde ich dieses Tool nehmen. Ich weiß, es geht auch mit jedem Bohrer. Also schreibt es mir. Oder andere Möglichkeiten, sag ich mal, ich habe schon mit einem Kugelschreiber, es gibt viele Möglichkeiten, eine Keul zu drehen. Aber wenn man schon alles so dabei hat oder so, kann man es eben nehmen. So, jetzt haben wir hier diese Teller. Ich sage dazu mal Teller. Wir haben ja, dieser hier ist nur 18 mm. Natürlich, sag ich mal, gibt es noch diese ganz kleinen Akkuträger, dann Pasta mit 18.
weiß nicht, von unten oder von oben. Von unten. Und wir können, dass er dann so aussieht. Dann wären wir auf 22. Wenn wir also einen Akkuträger hätten, der 22 nur maximal kann, ist ja auch in Ordnung, ist nicht schlimm. Dann haben wir hier unseren kleinen Bordrand oder was man dazu sagen kann. Haben wir jetzt einen größeren, wo es eben noch 24, dann haben wir hier, dann sieht er nachher so aus. Ja, kommt schon richtig gewaltig bei rum. Muss ich ganz ehrlich sagen, der 24er, der hat schon einen richtig großen Abstand. Muss man sehen, was einem am besten gefällt. Man kommt auch gut klar mit dem 22. Mir wäre es ein bisschen lieber gewesen, sage ich mal, klar, 18. 18 bedeutet natürlich, sage ich mal, alles Power, was da ist, die ganze Power, muss ja irgendwie verarbeitet werden, in dem Sinne. Die Koi wird ja nicht kleiner, die wird nicht größer, sage ich mal. Und deswegen denke ich, der wird einen unwahrscheinlich tiefsinnigen Geschmack haben, will ich jetzt mal so sagen. Weil irgendwo muss ja alles wieder durch. Ja? Hier oben haben wir unseren 510er, ist klar, durch 510 muss es durch. Aber alles, was sich ja hier bildet, an Dämpfe, sage ich jetzt mal so, an Dämpfe bildet, das ist ja nur ziemlich klein, durch die Airflow. Das muss sich alles vermischen. Und deswegen wird der Geschmack sehr intensiv sein, weil wir eben nur einen 18er haben. Hätten wir jetzt hier einen 24 oder einen 25, also einen richtigen Eimer hier oben drauf sitzen, dann denke ich mal, der wäre schon ein bisschen flacher, der Geschmack. Aber weil wir jetzt alles so kompensiert haben, gepresst haben von den ganzen, haben wir tierisch guten Geschmack. Und da baue ich auch drauf und von daher würde ich sagen, ich bereite alles vor. Wir wickeln den schön zusammen das erste Mal. In der Zwischenzeit, wo ich alles vorbereite, macht ihr mal ein Abo. Ein bisschen Fairness für mich wäre auch schön. Und von daher, bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, auf geht's. Die Koi, die ja weiß, ist eine Fusion Clapton. ME80. Super fein. Wendy Vape hat es schon so gemacht. Diese Koi kann man auch komplett nachkaufen. Link poste ich unten, ich habe sie gesehen, bei Fastic kann man nachkaufen. Man kann auch den Draht einfach nur nachkaufen und den kann man sich selber wickeln. Wie gesagt, dieses Gerät habe ich auch noch hier liegen, das ist eine 2,5er Koi. Die bauen wir jetzt ein, mal sehen, wie tief wir sie setzen und bei sowas, wo hier neben eine Draht hergelegt werden muss, sage ich jetzt mal so. Wenn man das hier so sieht, kommt ja mal Freund. Dann muss ich einen hier rein, einen da rein machen. Nehme ich immer eine Seite los. Dann ist das für mich einfacher. Dauert aber einen guten Winkel. Also geht ziemlich hoch die Schraube. Von daher könnte auch sein, dass man jetzt so einführen kann. Und man muss ja mal gucken, geht es so. Fluppt er so rein. Ja, fluppt so rein. Wunderbar. Dann nimmt man diesen Draht, mache ich immer, und ziehe ihn dann ein bisschen nach links rum. Und diesen Draht nehme ich dann und ziehe natürlich dann noch ein bisschen nach rechts rum. Dann kann ich wieder festdrehen. Und dann fluppt er mir nicht so weit durch die Gegend, die Drähte. Ja. Den auch da jetzt. Festdrehen, zentrieren, so. Ja, habe ich ziemlich stark gemacht, sieht man schon. So, wenn es irgendwie geht, versucht es abzudrehen. Zack. Die sind immer so dünn bei MTL, die Drähte. Das hat was mit Widerstand zu tun. Umso dünner der Draht ist, umso höher ist der Widerstand. Ein bisschen schwierig zu erklären. Schreibt in die Kommentare rein, mache ich mal ein Video über Widerstand, wenn einem das vielleicht nicht so unbedingt begreiflich ist oder wie wickelt man so Koi oder so, wer daran Interesse hat. Dann erkläre ich das mal, wie das am besten zu handhaben ist mit den Widerständen. So, jetzt versuche ich mal mit diesem Moped hier die Koi
Ich denke mal, dafür ist er da, so habe ich zumindest der bei dem, also das, dieser Nummer 3. Und 3 passt eben, wenn das ein 2,5 ist. So. Und dann soll man das hier so ein bisschen runterdrücken. Die Koi. Ja. Dann mal wieder so Russ. Okay. Ein bisschen wieder zentral machen. Was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3. 0,43. Ich glaube, in was angegeben ist, die Fertigkeul sind mit 0,45 angegeben. Also von daher sage ich mal, ist das schon mal gar nicht mal so schlecht. 1, 2, 3. So, zum Ausglühen. Der Widerstand ist ziemlich hoch. Deswegen sollte man da jetzt nicht so viel Power drauf geben. Also schon, dass sie ausgeglüht sind, alles. Das ist alles soweit in Ordnung. Einmal hier nochmal zärtlich rein. Ja, kommt doch gut. So, jetzt wie immer, wie ich das schon sagte, jetzt haben wir ausgeglüht, das ist noch alles heiß. Warten bitte. Bitte warten, soll sich jetzt abkühlen. In der Zwischenzeit schrubbt euch die Hände, sonst habt ihr den ganzen Siff von der Watte. Saugt da immer wieder schön beim Dampfen rein. Also in der Zeit, war abkühlt, einfach Hände schrubben. Und ich würde sagen, im Schnelldurchgang machen wir das jetzt wieder. Ziehe ich kurz einmal die Watte da rein. Bis gleich. Ich baue jetzt alles wieder zusammen, setze noch meine iJoy drauf, dafür braucht man nicht allzu viel Watt, deswegen ist die iJoy dafür prädestiniert, das war der Sinn der Übung, warum ich die gekauft habe, und ich würde sagen, soll ich mal Zronka vorher machen, auf geht's, wir sehen uns oben, bis gleich zum Fazit. So meine Lieben, wir sind wieder in der realen Welt, bedeutet, sage ich mal, sieht der nicht geil aus? Das passt doch wie Arsch auf einmal, oder? Ich bin jetzt hier auf 20 Watt, auch kann man auch super toll sehen. 20 Watt. Es ist noch einmal die grüne Wand, dann kommt sie weg. Wie dem auch sei. Freunde. Boah. Boah. Hm. Hammer. Ich meine, ich bin MTL-Fan, weil die ganzen Wolken rausblasen und so, wie nicht so läuft, jeder weiß es. Hammer. Der geht ab. Ich habe mich neu verliebt. Mein größter Freund war der Serien 2. Fand ich immer noch ein bisschen stärker als der Berserker Vorgänger vor Eden hier. Ohne Skronka-Modus. Er ist. Hammer. Hammer. Ich habe jetzt hier nur die ganz kleine Luftloch. Wie gesagt, man kann jetzt abziehen. Ich habe nur einfach abgezogen, jetzt hier nichts Besonderes. Jetzt haben wir hier unseren kleinen Fifi, den müssen wir jetzt einmal rausdrücken. Ist egal in welcher Richtung. Ja, andere Wetter, weil er dazu ist. Ne? Muss ich einfach so machen. Zack, dann kommt er so raus. Sieht man schon. Ja, kann man erkennen. Ne? Ein bisschen höher.
nimmt man ihn weg. Und ich denke mal, viele wird noch interessieren. Dieser hier ist genau länglich, den ich jetzt einbaue. Längliche Schlitz. Muss ich nur kurz einmal gucken. Muss er nach oben. Der ist unter der Coil, unter der ganzen Coil sitzt er dann. Aber nicht so, wie die Coil verbaut ist. Also jetzt, er sitzt ja nicht so. Er sitzt ja so lang. Ja? Aber wir testen das mal hiermit. Aber wie gesagt, eben der andere, der war schon. Ich mache hier wieder das dritte Loch auf. Könnte auch noch kleiner, ist klar. Freunde, Hammer. Hammer, wer noch keinen Skonker hat, dieser Skonker, der kostet nicht allzu viel von Einzeug. Ich weiß, er ist angegeben mit 100 Watt. Achtet da bitte nicht drauf. Ich denke mal, er schafft 50, 60 Watt. Mehr wird er nicht schaffen an Output. Bedeutet auch, ihr könnt damit MTL machen, so wie dieser hier. Demnächst stelle ich noch einen anderen MTL vor. Er ist unterwegs. Haben wir einen schönen Vergleich wieder. Einmal, dreimal. Ich bin hin und weg. Ich bin echt hin und weg. Also einer, der dieses Teil hier schlecht redet, weiß ich nicht, der hat irgendwas verkehrt gemacht. Also kann man jetzt sagen, will. Das geht nicht. Wie sagen wir, der iJoy, ich poste auch unten, sage ich mal, wer noch keinen hat, keinen Skonker. Der ist so gesehen nicht schlecht, der liegt gut in der Hand, der ist ziemlich klein, alles tippitoppi. Wenn man noch bedenkt, ich habe da 21.700 habe ich Batterie drin, so ich bin hier nur auf 20 Watt am Dampfen, da komme ich bestimmt ein, zwei Tage mit der Batterie sogar klar. 18.650 passt auch rein. Wäre auch gar nicht großartig Werbung machen für ein iJoy-Gerät. Passt nur, wie gesagt, also auf einmal. Viel Geld kostet er nicht, die Einheit. Bis 50, 60 Watt wird das Gerät schaffen. Bedeutet auch, was ich noch sagen wollte, wenn ihr im Skonker seid, BF-Verdampfer holt, die nur eine Coil benötigen, nicht Duo-Coil. Das wird er nicht schaffen. Duo-Coil sind wir meistens immer so zwischen 90 bis 140 Watt müssen wir da dampfen. Damit wir richtig Zunder drauf bekommen. Das wird das Gerät nicht schaffen. Aber wer eben auf Single Coil ist, so wie ich bin Single Coil Fan, oder eben jetzt MTL, also das Ding wird sowieso immer drauf bleiben. Also das habe ich mir so vorher ausgesucht, sage ich mal, und das passt wie Arsch auf Eimer. Beides in Rainbow. Wer kein Rainbow macht, wie gesagt. Ich poste alles unten, sage ich mal, wo er es günstig noch bekommt. Und ich bin begeistert. Also beim MTL. Beim Serien 2 dabei ist das schon, beim Erserker, mein Vorgänger auch. Sag ich mal, ich habe da genug meine Zitrone geschmeckt, ich habe da genug meinen Butterkeks geschmeckt. Der holt noch einen raus. Der holt echt noch einen raus. Hammer. Hammer. Jetzt will ich noch einmal kurz meine ganze Kapelle hier aufmachen. Einmal hier testen dann. Ja, ein bisschen mehr Dampf. Oh, süß. Das ist mein Freund. Das ist mein neuer Freund, ist das. Scheiße, ich bin hier so ein bisschen in Euphorie. Wahnsinn. Wahnsinn. Anyway, ich hätte euch den Kopf abreißen können, als ihr den Gowatt gemacht habt. Was er dieses hier gezaubert hat, diesen Berserker. Alle acht. Alle acht. Boah. Wer noch keinen Skonker hat, holt sich einen. Sag ich mal. Und den kann jetzt verkehrt machen. Weil einmal jetzt, ich weiß, lass mich jetzt bloß einmal lügen, einmal überschlagen. 50, 60 Euro mal über hat. Es lohnt sich. Hammer. Macht ein Abo. Macht ein Like, macht einen Daumen hoch, Daumen runter, keine Ahnung, sag ich mal. Ich muss hier noch ein bisschen rumpöfkern, sag ich mal. Das Ding ist hammergeil. Ich bin raus, ich wünsche euch was, viel Spaß noch.